Willkommen in der Steinernen Wacht, dem ehemaligen Sitz der Dülle, keine Ahnung, Quark Quark. Es geht darum, die Enterprise zu suchen, mit mir dabei, diesmal ein klein wenig umgestellt, der Saranir als Gelehrter, mit der kleinen putzigen Heilerhelferin Eos, dieser komischen kleinen, dem kleinen Schmetterling hier. Nein, das ist natürlich eine Fee. Dann haben wir wieder dabei Regis, aka Kenny und Arya, diesmal als Black Mage. Und die Duftemieze als Tank. Diese Instanz ist... diesmal wird es ein klein wenig anstrengender, auch für mich. Denn ich weiß nicht, wie sich die Arya als Black Mage schlagen wird. Sie denke ich mal auch nicht. Regis hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon als Barden dabei. Und Saranir als Gelehrter, ich bin auch sehr gespannt, weil der Gelehrter ja doch ein bisschen anders handzuhaben ist als der Weißmagier. Ich persönlich habe den Gelehrten auch angefangen zu spielen damals und bin nicht so gut mit ihm klargekommen. Aber egal, wollen wir mal loslegen. Magst du mir? Immer auf das, was AOE macht zuerst. Das Gute an Gelehrten ist, dass Eos halt eben für einen Gratis-Gruppenheal sorgt. Und demnach... Ja, je nachdem, wie nah man an Eos dran steht, das ist auch sehr wichtig, sich keine großartigen Gedanken machen braucht wegen Heilung oder so. Ich muss hier mal ein bisschen durchswitchen, um zu gucken, wo die DDs hier das nächste Ziel anvisieren. Okay. Es scheint wohl der hier zu sein. Aber der andere kriegt auch gerade gut eins auf die Nase. Ach so, ja. Arya hat sich lieber in den Kopf gesetzt, den anderen anzugreifen. Aber gut, in der letzten Instanz habe ich mich ein bisschen darüber beschwert, dass mir das Tanken hier zu leicht ist. Deswegen ist schon alles ganz gut. Oh mein Gott. Alles wird schön. Euphorie, Euphorie. Ich habe Schild... Schildeid an, doch. Dann ist ja gut. Wir hätten jetzt hier hinten die Möglichkeit lang zu laufen, aber finden hier eine Sackgasse. Trollolol. Wäre ja auch zu schön, dass, wenn gleich nach der ersten Mobgruppe auch schon ein, wie nennt man das, eine Kiste liegen würde. Das hier ist eine fiese Ecke. Hier, die kann sehr heilintensiv sein, wenn man es nicht richtig macht. Deswegen werden wir hier gleich rechts in die Tür reingehen, nachdem oben ein Drache runtergefallen ist. Da ist er. Und so, wir gehen hier rein einfach deswegen, weil ich nicht weiß, wie ich das aushalte mit den Lebenspunkten. Würde ich hier normalerweise mit meinem Mancher reingehen, würde ich einfach bis nach hinten durchlaufen und alles ziehen, was mir in den Weg kommt. Das mache ich hier nicht, weil ich doch ein bisschen anders ausgerüstet bin und dementsprechend Parade und die ganzen Sachen anders, also weit anders sind. Ich glaube, hier gehe ich dann normalerweise schon mit 3000 Lebenspunkten oder so rein. Also, auch im späteren Bereich ist es doch schon, ich mag hier wirklich mal, auch wenn man mit anderer Ausrüstung und besserer Ausrüstung hier reinkommt, merkt man schon einen riesigen Unterschied. Besonders der Heiler fängt dann auf einmal an zu sagen, Mann, ist das langweilig, und fängt hier an, irgendwelche komischen Dinge zu machen, wie Gegner angreifen und solche Sachen. Aber es kommt halt eben echt auf die Gruppenkonstellation an. Wir haben hier jetzt gerade eben anderthalb gute DDs. Also ich weiß jetzt nicht, wie gut jetzt Arya ausgerüstet ist und wie gut sie mit ihrem Black Mage umgehen kann. Okay. Ja, dafür, dass sie erst frisch Black Mage geworden ist, glaube erst letzte Woche oder so, ne? Bist du Stufe 50? Hast du Stufe 50 erreicht? So, das hier ist auch eine fiese Falle. Meistens sieht das so aus, dass man denkt, oh, ja, wir gehen hier jetzt einfach mal links den Weg lang, weil links ist natürlich auch der Weg, wo es lang gehen sollte. Man sieht ja schon auf der Map, dass das hier eine Sackgasse ist. Und schwupp, man denkt nichts Böses, kommt hier auf einmal dieser dravanische Gea an und trollt die Gruppe von hinten. Darum mache ich es hier lieber ein bisschen sorgfältiger.
Ich kann hier jetzt mal ein gewagtes Spiel machen, weil diese Gruppe könnte man hier fast komplett pullen. Wird aber nicht so sehr empfohlen. Ich drehe ihn hier mal ein bisschen zur Seite, hoffe, dass ich noch in der Reichweite des Heilers bin. Ich muss hier aber auch aufpassen, weil die Pats durch die Gegend laufen und ganz gerne mal noch dazukommen werden. Also hier ist man als Tank insofern gefragt, dass man auch aufmerksam ist, was denn jetzt gerade die Gruppe alles anzieht. Ja, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, da kommt schon der nächste. Den habe ich noch, würde ich meinen, gerade so retten können. Weil der hätte jetzt auch ganz schnell auf dem Heiler landen können. Aber ich sehe schon, der Heiler hat Bußprediger an. Das heißt, er fühlt sich auch ein klein wenig unterfordert. Oh nein, das gibt's ja wohl nicht. Kleinen Moment. Ja, so sollte es nicht sein. Entschuldigt die kleine Unterbrechung. Es geht aber jetzt auch gleich weiter. So, einmal kurz Orientierung. Wir krallen uns jetzt erstmal diese hier. Die kommen im Dreierpack. Hoppla. Machen wir es jetzt mal ganz einfach. Wir fangen mit dem an. Ich ziehe den mal ein bisschen weiter hier rüber, damit ich ein bisschen mehr Platz habe, um auszuweichen. Dude. Läuft ja fast wie am Schnürchen hier. Ja, hier ticken sogar die Dots vom Gelehrten durch. Der Gelehrte hat die, ist eine Weiterführung vom Hermetiker. Der kann sich sozusagen in zwei Klassen aufspalten. In Kombination mit dem Druiden auf Stufe 30 kann er als Gelehrter und somit als Heiler eingesetzt werden. Oder in Verbindung mit Stufe 15 auf dem Taumaturg kann er als Beschwörer laufen. Und das macht ihn halt eben, ja, ziemlich individuell, weil er primär mit Dots arbeitet, also Damage over Time. Ey, komm jetzt her hier. Wie gesagt, er arbeitet primär mit Damage over Time und diese, also den Großteil dieser Fähigkeiten nimmt er dann auch mit. Ich weiß nicht, was das ist, ich glaube Schwere ist das, welches er auch mitnimmt. Was dann auf drei umliegende Gegner Bann. Ach, Schwere ist das, was so viel Schaden macht beim Beschwörer. Mit Bann hat der Gelehrte die Möglichkeit, auf drei Gegner im Umkreis des Hauptziels die Dots zu verteilen. Was natürlich der Vorteil von Beschwörer ist, mit dem ausgepackten Garuda-Eggy, hat er eine längere Tickzeit. Also Garuda hat die Möglichkeit, irgendwie die Zeit der Dots zu verdoppeln. Was dann gerade für solche Fähigkeiten wie Speere und Bann den Vorteil ergibt, dass man sich halt eben schneller verbreiten kann. Wie so ein kleiner Virus. Aber die Fähigkeit besitzt er ebenfalls. Virus. Ja, Virus ist vom Hermetiker. Aber hat, je nachdem welche Klasse, hier kommt gleich wieder ein Drache von oben. Nein? Ach nee, hier ist überdacht, alles ist gut. Wir spazieren jetzt hier erstmal. Ah, okay, ich hatte schon ein bisschen Sorge gehabt, dass hier auf einmal die böse Überraschung steckt. Weil normalerweise hinter jeder Wand lauert irgendwo ein Drache. Darum geht es hier ja auch, diese Festung wurde ja von den Drachen eingenommen. Und dummerweise ist hier in der Nähe auch die Enterprise runtergekommen. Und die suchen wir ja gerade, um uns in den Kampf gegen Garuda zu stürzen. Jetzt ist natürlich ein bisschen verwirrend. Ich rede von Kampf gegen Garuda und der Beschwörer Garuda-Egi rausholen. Ja, man kann als Beschwörer prima E, die man besiegt hat, beschwören. Daher auch der Name Beschwörer. Jedoch nur die ersten drei, also Ifrit, Titan und Garuda. Man bekommt die auch in dieser Reihenfolge.
Ja, und deswegen halt eben auch Garuda Egi. Eos. Ah, Eos ist eigentlich wohl ein Freund der Tonberries. Wenn mich nicht alles täuscht. Zumindest die Stufe 50 Klassenquest des Gelehrten führt einen in Palast des Wanderers. Wo dann Eos sich zwischen einem selber und einem Tonberry stürzt. Aber ich habe die Klassenquest leider nur so ein bisschen weggedrückt. Und seitdem sind halt eben auch die Tonberries nicht mehr böse oder so. Also es ist halt eben so eine Sidequest, die so dazu läuft. Und beim Abschluss vom... Und ich muss nochmal kurz weg. Mann, Mann, Mann. So, Entschuldigung für 2 Minuten Abwesenheit. Wir kommen jetzt endlich zum ersten Boss. Grrr. So, der erste Boss ist schon eine Hürde, bei der man sagen kann, wenn man 5-mal gestorben ist, kann man nicht mehr davon ausgehen, dass diese Instanz erfolgreich abgeschlossen wird. Denn die Instanz, das ist noch der einfachste von den Bossen, wenn man die Bossmechanik kennt. Wir haben hier einen ganz normalen Raum. Ich tanke den Drachen etwas in der Mitte, sodass man dann sieht, wohin er sich bewegt. Wenn er sich bewegt, muss man ganz schnell hinter ihm herlaufen und seitlich von ihm stehen, weil danach kommt eine Fähigkeit, die heißt, glaube ich, Aufstoßen oder so, mit der vorne in einem, man könnte sagen, kegelförmigen Bereich, also beispielsweise würde er jetzt, ich probiere es einfach mal mit dem Mark, würde jetzt zum Beispiel hier stehen, würde er in diesem Bereich eine große AOE casten, die, wenn man Pech hat, one-hittet, wenn man Glück hat, nochmal ein zweites Mal, also einen überleben lässt. Das macht er beim ersten Mal einmal und das wird dann immer mehr. Danach kommen dann noch ein bisschen andere Fähigkeiten dazu, die dann das Ganze erschweren. Die einfachste Sache, um hier zu überleben, ist eigentlich recht nah am Boss bleiben und grundsätzlich hinter ihm stehen. Vor allem, egal wie er sich dreht, dreht er sich, weil er sich auch gerne mal dreht, muss man trotzdem hinter ihm stehen bleiben, um keinen Schaden zu bekommen, weil sein Feuerschaden ist ziemlich hart. So, auf 3 geht's los und 3. Ich lasse Aya noch mal ein bisschen trinken. Jetzt aber. Ja, der Kampf beginnt ziemlich locker. Flammenatem ist eine Sache, die mir schon einiges an Lebenspunkten abzieht. Jetzt stellt euch vor mit weniger Rüstung. Und da passiert es das erste Mal. Ausholen heißt das. Nicht aufstoßen, sondern ausholen. Bumm, da war sie. Und dieser Feueratem, der jetzt kommt, macht einem DD auch nicht gerade wenig Schaden. Und das macht er später auch noch, indem er sich einmal umdreht. Aber er kriegt hier halt eben auch ordentlich Schaden rein. Darum wird dieser Kampf auch ziemlich schnell sein. Oder schnell durchlaufen. Zu Ende sein. Wie ich im letzten Video schon gesagt habe, insgesamt sind die Bossmechaniken hier in der Steinernen Wacht ziemlich cool gemacht. Die machen auch echt Laune. So, und wieder hinterherlaufen, ganz wichtig. Man hat danach ein bisschen Zeit, weil er ausholen erst castet. Und bumm, Regelstand drin. Oh, seht ihr, es gibt sogar noch Stumm dazu. Und da kommt nochmal ausholen. Bumm. Und der Flammenatem hinterher.
Ja, wie ihr seht, beim zweiten Mal macht er Ausholen zweimal, aber ich glaube, das ist abhängig, wie viel Schaden er schon bekommen hat. Also wenn der Schaden eher gering ist, dann kann es auch passieren, dass er zweimal hintereinander Ausholen nur einmal macht. Oder ich weiß gar nicht, ob er das auch mehr als zweimal macht, aber ich glaube nicht. Und gleiches Spiel, Ausholen. Bumm, er dreht sich um, wird wieder Ausholen casten. Bumm, er dreht sich dann zu mir und macht Feuer. Und wie man sieht, so viel Schaden macht das auf einem DD. Bei mir ist das gerade mal ein Fünftel der Lebenspunkte. Und Aya wurde zu blöd und, und hat eine Limit Break gezündet. So, was haben wir hier Schönes? Gladiator, Marodeur, Pikinier, blub. Aber nichts, was wirklich zum Tanken gedacht ist. Ihr müllt mich zu, oder? Ja, das würfelst du auch Gier, selbst schuld. Hier nach rechts haben wir wieder eine Kiste. Und ich gehe diese Wege hier, um halt eben auch die... den Ruf zu bekommen, oder die Errungenschaft zu bekommen, dass ich mir alles hier angeguckt habe. Bringt für den Spielverlauf nicht so viel, aber ist halt eben noch ein kleines nettes Gimmick, was man dazu bekommen kann. So, was gab's denn da eigentlich Schönes? Aha, es gibt wieder Beutegut. Es gibt eine Ethermithril-Lanze. Für den Pikinier bzw. Dragonier. Einfach passen, kann Aya einsammeln. Sage ich doch. So, hier an der Treppe wird auch gleich wieder ein Drache von oben runterstürzen. Es ist daher sinnvoll, nicht auf der, auf der Kante hier zu pullen. Und generell, weil hier rechts in den Raum rein ziemlich viele Drachen rumgeistern, bevorzuge ich es, nicht reinzulaufen, sondern hier hinten an dieser Ecke zu tanken. Und genau das werde ich dann halt eben auch machen. So, weil die Kleinen machen glücklicherweise keine AOE. Dementsprechend braucht man sich hier nicht darum kümmern, dass man groß ausweicht. Erstmal kurz für die Aya marken. Weil die lustigerweise echt am meisten Aggro zieht, wenn sie mal angefangen hat Schaden zu machen. Ja, aber du kannst ja immer noch das Ziel wechseln. Also bringt das wohl was. Schade, dass Eos nicht in der Agro-Liste auftaucht. Weil Eos zieht nämlich auch sehr gerne Agro. So. Ähnliches Spiel mache ich jetzt auch mit den Gegnern hier. Die sind zum Teil miteinander verlinkt. Der hier ist eine einzelne Putt. Deswegen ziehe ich ihn mir ein bisschen raus. Muss aber bei ihm ein bisschen aufpassen, weil das ist einer von den Gegnern, der AOE casten kann. Was dann halt eben... Ah, ich dachte gerade eben, da ist sie. Eine AOE. So. Jetzt haben wir hier drin nur noch drei Gegner. Wir fangen mit dem Dicken natürlich an. Und man sieht schon, ich bin alleine beim Reinlaufen, habe ich schon Aggro gezogen. Und da oben, ah ne, ich dachte gerade, da oben steht noch einer, der ebenfalls ein bisschen runterspaziert. Tut er aber nicht. Hier bin ich einmal in einer Gruppe echt zweimal gestorben und wurde dann noch als schlechter Heiler beschimpft, weil der hat, weil der es geschafft hat, der Tank, hat es nicht nur geschafft, die zwei hier vorne und die ganzen hier hinten zu ziehen. Nein, der ist mit seiner Aggro so durch die Gegend spaziert, dass er sogar noch die dort oben runtergeholt hat und dann der Meinung war, dass ich ja scheiße heile und wir deswegen gewiped sind. Hm, klar, bringt natürlich auch sehr viel. Er bestand auch weiterhin in AOE und so ein Kram, ne? Aber dann ist natürlich der Heiler schuld, wenn der, wenn das Movement des Tanks so dermaßen daneben ist, dass, ja... Weiß nicht, das wäre so, als ob ein Elefant versucht, durch Instanzen zu sneaken, ohne, ohne die Aufmerksamkeit des Gegners zu bekommen.
So, das hier ist schon eher eine Stelle, in der es wichtig ist, zu wissen, wer als erstes, wer als letztes. Und daher halt eben jetzt auch hier immer schön in Bewegung bleiben. Nebenbei habe ich hier auch noch ein paar Reduced Buffs reingeschoben, um den Schaden ein bisschen gering zu halten. Ab jetzt sollte es auch wieder für den Heiler ein bisschen angenehmer werden. So ein Thema angenehmer. Mir sind gerade ein bisschen die Angstperlen über die Stirn gelaufen, als ich mal einen kurzen Blick auf meine Lebenspunkte geworfen habe. Ja, das Problem ist, dass ich wahrscheinlich hier drüben gerade stand, obwohl Eos noch bei euch in der Gruppe stand. Und ich daher nicht in Reichweite der Gruppenheilung stand. Das ist halt eben so. Dafür, dass halt eben Eos wirklich ein gratis Gruppenheal ist und von vielen Leuten wird auch der Gelehrte als AFK-Heiler bezeichnet, weil er etwa bis Hauke Herrenhaus eigentlich nur daneben stehen kann und Schaden machen kann, weil es kommt vom Gegner nicht so, es kommt von Eos halt eben so viel Heilung durch, dass sie halt eben sagen, ja, mache ich halt eben alles, nur nicht heilen. So, ich habe netterweise Stufe 42 erreicht und bekomme einen weiteren Attributpunkt, den ich sofort einteilen werde in Lebenspunkte. Hoffe ich doch. Ich hoffe, den habe ich jetzt gerade in Lebenspunkte gesetzt. Ja, habe ich. Gut. Ja, das wäre jetzt echt dramatisch geworden, sonst... Ja, das hier ist noch eine schöne Stelle, wo Captain Fischauge sagen würde, es ist eine Falle! It's a trap! So, diesmal gehe ich aber ein bisschen weiter hier nach außen. Der Grund dafür liegt darin, dass man beim Umhergeistern und Ausweichen ganz gerne mal in der Aggro-Range von den drei Gegnern, zwei oder drei Gegnern da drüben steht. Plus der Patrouille, die hier gerade antanzt, die ich mir auch gleich mal ranhole. Und als zwei Marke. Weil, wie gesagt, alles was AOE macht, liegt bei mir meistens ganz oben. In der DD-Leiste, in der Schadensleiste. Die müssen sofort weg, weil dann muss ich mich nicht so viel bewegen. Das passiert, es entstehen dabei auch weniger Fehler durchs falsche Bewegen. Was dann gerade auch in solchen Instanzen wie der Goldklamm schnell passiert. War das jetzt ein zustimmendes Gemurmel oder ein Goldklamm? Ja, Goldklamm ist die Lieblingsinstanz unserer Gesellschaft. Wir gehen da immer ganz gerne rein, wenn man uns fragt, Goldklamm ist jeder da und wir könnten eigentlich schon fast ein Achter-Raid machen. Dann sind das fünf Gruppen, die gleichzeitig in Goldklamm reingehen, weil die so toll ist und so viel Spaß macht. Hat man den Sarkasmus ein wenig raushören können? Ich hoffe doch. Ja, Ersa findet Goldklamm super. Goldklamm ist die tollste Instanz der Welt. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Tidelius die... Whoopsie! Dass Tidelius die Instanz so toll findet. So, wir nähern uns langsam aber sicher dem letzten Drittel. Und ich freue mich.
Whoops. Da werde ich schon angegriffen, noch bevor ich den Gegner wirklich realisiert habe. Ich mache natürlich auch jetzt gleich bewusst einen ganz beliebten Tankfehler. Oh lololololol. Find mich Heiler. Aber eigentlich kann ich jetzt... Naja, ist ja eigentlich schon fast eher wichtig, wo Eos ist. Nein, nichts gegen Zaran hier, aber es ist halt eben dieses... Wenn ich mir so angucke, dass hier gerade eben drei Dots auf den Gegnern ticken und es hier eigentlich nur zwei Klassen gibt, die wirklich Dots verteilen können, dann weiß ich, was er gerade aus purer, ja... Ich würde mal sagen... Er wirkt leicht überfordert. Natürlich nicht. So, wir sind bei Boss Nummer 2 angekommen. Noch ein Drache. Oh Wunder, oh Wunder. Dieser Drache lässt sich eigentlich am besten mit Marx erklären. Und zwar einmal der A-Mark, einmal B-Mark und einmal C-Mark. Der A-Mark ist... Naja, der ist ein bisschen zu weit vorne. Der A-Mark ist eher wichtig für mich als Tank. Hier werde ich tanken. Der B-Mark für die DEDs und Heiler. Der C-Mark ist immer für einen bestimmten DD wichtig, weil ich mag es selber sehr ungern, den Heiler damit zu beauftragen. Wobei es beim Gelehrten weniger wichtig ist, weil er ja einfach Eos in der Mitte des Raums abstellen kann. So, grundlegendes Prinzip, getankt wird bei A. Hinten sind drei Kanonen aufgebaut. Während des Kampfes kommt von oben ein Drache runtergeflattert und castet eine Eis-AE in, AOE in den Raum, welche unterbrochen werden muss. Einmal kommt eigentlich in der Regel immer durch. Das zweite Mal kann unterbrochen werden und kann nervig sein, wenn das mehr als zweimal durchkommt. Deswegen wird ein DD, meistens ein DD und meistens ein Range-DD, dazu angehalten, die Kanone zu betätigen, wo dieser Drache runterkommt, um den Drachen zu verscheuchen. Als nächstes kommt noch... Was kommt noch als nächstes dazu? Überleg. Genau, Tornados. Es kommen noch Tornados hinzu, welche vom Boss ausgehend irgendwo spawnen und sich meistens Richtung, Richtung Kanonen bewegen. Den sollte man ausweichen. Ob man dann die Kanone noch betätigen möchte, wenn dahinter ein Drache zum Vorschein kommt, ist mal dahingestellt. Also ich mache es in der Regel, aber da muss, das ist dann halt eben auch so eine Sache, warum ich sage, dass das der Heiler nicht tun sollte, weil der Heiler kann wenigstens ein bisschen gegenheilen gegen den Tornado, was der Heiler bei sich selber nicht machen kann, weil er kann ja nicht die Kanone betätigen und gleichzeitig heilen. Auch nicht mit Eos. Also mit Eos schon, aber es würde nicht lange gut gehen. So viel zum Thema Marx. Die brauchen wir nicht mehr. Das war nur für die Erklärung gedacht. Und dann kann es losgehen. Bevor es dann hier gleich wieder losgeht, wie ohne Bereitschaftsanfrage, hier kommt für euch. Wunderbar. Einmal kurieren auf alle und ab geht der Spaß. So, Regis übernimmt die Rolle des, des Kanonen. Des Kenny. Er opfert sich für die Gruppe, um dann die Kanonen zu betätigen. Oh, vergiften tut er auch, das ist gut zu wissen. Das Doofe ist natürlich beim Gelehrten, dass er noch nicht so wirklich... Ab wann kann er despellen? 34? 40? Ja gut, okay. Dann kann er zumindest despellen. Da war gerade eben die Eis-AE. Und Kenny hat schon drauf gepustet und ihn vom Himmel geholt. Ah, Lustration hieß die Fähigkeit. Ich vergesse immer wieder den Namen vom Druiden, vom Gelehrten, womit er despellen kann. Lustration war es.
Und diesmal der Drache hinten in der Mitte. Kanone wurde betätigt. Eine AOE kommt durch. Wie schon gesagt. Da drüben sehen wir auch schon einen Tornado an der ersten. Man kann das Glück haben und der Drache kommt immer an derselben Stelle runter. Man kann aber auch Pech haben und er kommt an unterschiedlichen Stellen runter. Als, ja, während die sich bewegen, gelten die Tornados auch als bewegliche Void Zone. Und sollten natürlich gemieden werden. Diesmal geht eine auf Aya. Aya sollte sich jetzt mal ein bisschen bewegen, um nicht im Tornado zu stehen. Fein. Ich hau mir mal lieber nochmal kurz einen Buff rein. Ist jetzt nicht so überlebenswichtig. Aber halt eben, um dem Heiler ein klein wenig Arbeit zu sparen. Machen 20%, ja, 20% weniger Schaden doch schon einiges aus. Und da zündet Aya wieder eine Limit Break. Gut, zwei neue Gegenstände. Mal gucken. Einmal für alle Klassen und einmal für... Oh, könnte was für mich sein. Betonung auf könnte. Es ist für die Beine, glaube ich, ne? Für Füße. Was habe ich denn hier? Oh, nee. Ich glaube, da kannst du leider nicht mithalten. Konst 6, Stärke 5, Präzision, habe ich schon 8 drauf. Es tut mir leid, aber mein Gear, was mir Xanti zugeschickt hat, ist weit besser als das, was ich trage. Als das, was ich hier bekomme. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, weil ich irgendwann ab einem gewissen Punkt normalerweise die Items, also die geschmiedeten Items, wieder ablege. So. Auf zum letzten Drittel. Guck mir hier gerade eben die ganze Zeit den Agro-Balken von Aya an. Weil der echt interessant ist. Oh, na guck mal einer an. Noch ein Freund. Weil du manchmal immer sehr gut auf Platz 2 stehst. Und mit manchmal meine ich ziemlich schnell. Und ziemlich bald. Also du hast jetzt zurzeit auf den Gegner hier etwa die doppelte Agro-Leiste als Regis. So. Und it's a trap! Ich zieh die mal lieber raus. Bevor ich anfange, noch weitere Ads zu ziehen. Voll die Konzentration, mein Handy vibriert die ganze Zeit in der Tasche. Ich habe es vergessen, den Flugmodus zu stellen, als ich die Aufnahme begonnen habe. Das mache ich in letzter Zeit immer deswegen, weil ich es überhaupt nicht leiden kann, wenn man auf einmal dieses Funkwellengeräusch im Mikro hört. Was zwar komischerweise immer dann passiert, wenn ich das Handy draußen habe, aber in der Gesäßtasche nicht. Also ich finde das hätte ich auch nicht gedacht, dass die Abschirmung einer Tasche so gut funktioniert. Weil ich eigentlich immer dachte, so Funkwellen, die müssen ja eigentlich funktionieren, auch in der Tasche. Ich meine, wie soll denn sonst ein Anruf reinkommen? Egal, wir wollen uns hier jetzt nicht über Physik unterhalten. Sondern wollen diese Instanz schaffen. So, ich hole mir den hier erstmal ein bisschen ran. Stelle mich direkt zu Aya, dass die AOE dann direkt auf mich gecastet wird. Mal gucken, ob es klappt.
Oh, ich habe noch was vergessen. Da kommt noch mehr. Scheiße. Nein. Kommt her, Freunde. Diesmal bin ich wirklich in die Falle gelaufen. Weil da hinten kommen ja auch nochmal Eisexagons. Einfach nur, um nochmal zu verdeutlichen, was mein Ziel ist. Ist jetzt nicht, glaube ich, so relevant, weil ich überall ganz gut in der Agro-Liste stehen müsste. Ja. Aber es macht halt eben die Koordination einfacher. Ich habe schon mal überlegt, ob ich nicht so eine Grafik anfertige, in der ich statistisch oder mathematisch rangehe und erkläre, warum es sinnvoll ist, ein Ziel nach dem anderen platt zu machen und nicht mit drei Spielern oder mit drei, also Tank und zwei DDs auf drei unterschiedliche Ziele zu gehen. Aber das ist dann halt eben eher so ideal gesehen. Weil ich auch nicht weiß, wie viele Lebenspunkte hier eigentlich diese Gegner haben. Ich gehe hier rein erstmal. Und hole mir erstmal diese... hole mir erstmal hier die Gegner noch. Oder die Gegner holen sich die anderen Spieler, wie man es gerne hätte. Ich spaziere hier einfach im Kreis, wandern ein bisschen rum, stehen in AOE. Und hoffe, dass ich die Agro nicht verliere. Juhu! Agro Rampage hier. Zack. Nochmal eine AOE. Nochmal ein Damage Reducer. Fuck. Also das sollte normalerweise nicht passieren, weil der ROM nur in 1 gepult werden kann. So, wurde aber mit einem Battle Rats wieder ins Leben geholt. Und wenn ich jetzt ganz schnell wieder zu Kräften komme, dann könnte ich... Ja, das Doofe ist, ohne Magiepunkte kriege ich die Agro jetzt nicht schnell ran. Gut, von dem habe ich sie jetzt. Von dem habe ich sie jetzt auch. Und von dem habe ich sie jetzt, glaube ich, auch gleich. Von dem habe ich sie schon. Jetzt fehlt mir nur der hier wieder. Ja, das ist halt eben das Schwierige, wenn man stirbt, die Aggro wieder aufzufangen. Es gibt später so einen gewissen Inhalt, wo ich echt eine ganze Zeit lang nur am Fluchen war, weil versuch mal als Tank die Aggro wieder zu fangen von irgendwelchen Leuten, die quer durch den gesamten Inhalt verteilt sind. Aber dazu in ein paar Wochen mehr. Der Kampf ging ja dann doch noch ein bisschen holprig zu unseren Gunsten. Und das Gute ist, zwischen uns und dem nächsten Boss steht nur eine einzige Mobgruppe. Wenn mich nicht alles täuscht, wenn überhaupt noch eine Mobgruppe steht, aber ich glaube schon. Ja, tut sie. So, wollen wir erst nochmal durchbuffen und so weiter, bevor wir da reingehen? Nebenbei kann der Gelehrte Steinhaut nicht von vornherein machen. Steinhaut bekommt der Gelehrte erst durch den Druiden auf Stufe 24. Und jawohl, nochmal ein bisschen kurieren. Und dann kann's losgehen. 34? Ich dachte 24 war das. Krass. Na gut, ist ja nicht so schlimm.
habe ich ja immer noch was vor mir, weil auch als Paladin nutze ich Steinhaut. Ich finde das eigentlich gemein. Die Drachen machen sich untereinander keinen Schaden, obwohl sie in AOE stehen. Und wir müssen uns hier bewegen. Der ist schon beide AOE drin. Die sind so gleichmäßig an mir gewesen, dass wir da schon gleichmäßig AOE casten. Spießrutenlauf hier. Mal gucken, wann dem Gegner so schwindelig ist, dass er sich erbricht. So. Sieh mal da drüben, da ist die Enterprise. Du meinst, hinter dem Drachen? Wir sind nicht wegen dem Drachen gekommen, sondern wegen der Enterprise. Wir brauchen dein Schiff, wenn wir Garuda besiegen wollen. Wir beide werden uns an Bord der Enterprise schleichen und sie startklar machen. Dufte, du bleibst hier und behältst die Bestie im Auge. Wenn sie aufwacht, musst du sie ablenken, solange Sid und ich beschäftigt sind. Na sicher, mache ich. Gar kein Problem. Irgendwelche Einwände? Nein, hervorragend. Dann los, Sid. Zu Befehl. Herr General. Der sieht aber sehr freundlich aus. Ihr habt vor, Garuda als nächstes zu eliminieren? Interessant. Äußerst interessant. Ist euch klar, dass ihre Stärke die der bisherigen Primae, die ihr bezwungen habt, bei weitem übersteigt? Die fanatische Hingabe ihrer Exile ist enorm kräftigend. Trotz eurer überraschenden Erfolge habe ich doch Zweifel, ob ihr dieser Bestie gewachsen seid. Aber natürlich birgst du das Licht des Kristalls und du hast den Herrn des Infernos und den Herrn der Felsen bezwungen. Wenn es einen Sterblichen gibt, der die Herren der Winde besiegen kann, dann bist das wohl höchstwahrscheinlich du. Solange du nicht hier und jetzt dein Leben lässt. Alfino, der Drache! Wir müssen das Schiff flott kriegen. Das ist der einzige Weg, um Dufte zu retten. Wollen wir doch mal sehen, wie viel dir deine gotteslästerlichen Gaben diesmal helfen, Trägerin des Kristalls. Ja, komm, Peanut! Gut, endlich haben wir die Zwischensequenz durch. Wir fangen mit der Bosserklärung an. Das Prinzip ist ziemlich easy. Dafür nehme ich mal die Map und versuche das mal ganz einfach. Ihr seht hier diese Gänge, dieses Kreuz sozusagen. Ihr könnt euch etwa das Ganze als 3x3-Feld vorstellen.
Und zwar in etwa dieser Konstellation. Also hinten, Mitte, so. Und das Ganze dann halt eben in drei Reihen. Ne? 3x3. Wobei immer parallel zueinander liegende Reihen. Darum halt eben zum Beispiel wäre das hier eine Reihe. Und so weiter. Ich will jetzt nicht die ganzen Reihenkonstellationen durchgehen, sondern einfach nur, um halt eben mal ein bisschen zu demonstrieren, was dieser Boss denn alles machen wird. Dieser Boss wird von mir wieder mal in der Mitte getankt. Und unterscheidet sich sozusagen in einer Boden- und einer Luftphase. Die Bodenphase ist die, wo man ganz normal Schaden drauf macht. Die Luftphase ist die, in der man versucht, keinen Schaden zu bekommen. Warum das Ganze so schwierig ist, liegt daran, dass wenn der Boss in der Luft ist, hier in diesen vorher von mir erklärten Linien eine AOE macht. Die wird kurzzeitig blau markiert, dann fliegt er hier drüber und macht dicke, dicke Schaden. So, hinzu kommt, dass er einen Spieler random markiert und eine Void Zone, also ebenfalls eine AOE, auf ihn castet, die dann ein bisschen stehen bleibt. Diese Void Zone ist insofern interessant, weil diese Void Zones wird er später auch nochmal casten, weshalb eigentlich immer gesagt wird, wir versuchen uns in der Mitte zu treffen, um dann so gut es geht alle Void Zones konzentriert zu halten, um dann an den Rand zu gehen und seiner großen AOE auszuweichen in der Flugphase. Wie das Ganze funktioniert, sehen wir dann sowieso gleich. Gibt es sonst noch irgendwas? Nee, also am Anfang fliegt er hier einmal drüber, dann glaube ich zweimal und zum Schluss kommt halt, ab dem dritten Mal kommen, fliegt er hoch, Void Zone, man läuft raus, Void Zone, danach gleich die große Wusch-AOE und das Ganze fängt wieder von vorne an, sobald er den Boden berührt hat. So viel zur Theorie wieder mal, ab in die Praxis. Einmal eine Bereitschaftsanfrage an alle Beteiligten. Supi. Und los geht's. So, das reicht schon für mittig. Was hier ein guter Tipp wäre, den werde ich hier auch gleich noch anwenden, um den AOE aus dem Weg zu gehen, gibt es so gewisse Positionen, wo man sich ganz gut aufhalten kann. Und das sind so immer diese Eckpunkte, in denen eine AOE, also die AOE runterkommen kann. Ich werde das dann halt eben... Ach, Eisscholle ist die Void Zone, von der ich erzählt habe. Nee, ist die AOE. Nur, doch, ist die Void Zone. Das ist eine Void Zone. So, ich kann mich jetzt hier an die Kante stellen und stehe dann sozusagen genau zwischen den vier Stellen, in denen er runterkommen könnte. Zack. Man sieht schon, wie lange so eine Void Zone hier stehen bleibt. Und das sind auch die Void Zones, die dann später bei der Flugphase runterkommen. Also die bleiben ein bisschen länger liegen. Von daher kann man sich überlegen, ob man die lieber ganz außen fallen lässt oder ganz innen. Das sollte man vorher absprechen. Wir haben es jetzt nicht gemacht, weil sonst könnten wir hier ewig diskutieren, was denn jetzt besser ist. Jeder hat so seine eigenen Vorlieben. Ich bin eher für die Mitte oder gar nicht bewegen. Einfach in der Void Zone stehen bleiben, warten, bis man stirbt. Zwischendurch bekommt man natürlich immer noch einen kräftigen Schaden rein, weil es gewinnt doch ganz gut austeilen kann, wie man gerade gesehen hat. Aber es gewinnt wird wahrscheinlich jetzt gleich in die nächste Flugphase gehen. Doof ist jetzt natürlich, dass er sie es eine der Voids in die Mitte gespuckt hat, was uns gleich noch ein bisschen ein Dorn im Auge sein könnte. Wenn sie in die Flugphase übergeht. So, ich bewege mich jetzt erstmal in die Mitte. Und da kommt die erste Void Zone. Die zweite Void Zone. Und jetzt kommt die blaue AOE. Da am Rand. Eos war noch drin. Und da kommt auch noch die zweite. Wusch. Das, je nachdem welche Phase kommt, ist auch stark davon abhängig,
wo man gerade mit dem Schaden ist. Würden wir zum Beispiel über 50% sein bei den Lebenspunkten, würde sozusagen die erste der beiden Varianten der Flugphase stattfinden. Ist man unter 50%, ist das immer in Kombination mit den Void Zones und dem Ablegen der AOE. So, weil hier jetzt aber gerade auch ein bisschen wenig Platz war, drehe ich ihn in diese Richtung, halte ihn jetzt lieber an der Wand. Ich bewege den jetzt auch nicht großartig, einfach damit gegebenenfalls Cleave Damage der mehrere Gruppenmitglieder, die vor ihm stehen sollten, erwischen können, und das macht denen halt eben das Ganze nochmal einfacher. Ich würde meinen, nach der nächsten Flugphase wird eine Limit Break gezündet werden. Wobei ich glaube, man könnte jetzt auch schon machen. Aber ich glaube, er fliegt gleich. Bin mir nicht sicher. Ja. Und so, und schnell ab in die Mitte. Die schön abgelegt. Und nochmal. So. Nummer 1. Nummer 2. Und allen gefährlichen AOE ausgewichen, außer Kenny, der steht drin. So. Kommt eine AOE, es kommt eine Limit Break, welche uns diesen Kampf auch erfolgreich beenden lässt. Zeit zum Jubeln, meine Damen und Herren. Wir haben unseren ersten Drachen gelegt. Nee, nicht wirklich unseren ersten. So. Was? Ich will diesen Speer doch gar nicht. Warum habe ich jetzt diesen... Och Mann. Ich habe jetzt einen Speer bekommen. Toll. Ja, alle sind ganz schnell geflüchtet. Ich konnte nicht mal würfeln. Jetzt habe ich das Ding. Toll. Wir verlassen jetzt die Instanz und vergnügen uns an einer schönen Zwischensequenz, glaube ich. Kommt da noch was? Ich bin noch da. Hallo. Ah. Dufte, bist du verletzt? Den 12 sei Dank. Ich hatte bereits das Schlimmste befürchtet. Nun wird mir klar, warum der Bund so hohe Stücke auf dich hält. Ein Drachen inmitten dieser ätherischen Störung zu erschlagen und unversehrt aus dieser Auseinandersetzung hervorzugehen. Ach ja, die Enterprise. Sid ist noch bei der Inspektion des Schiffs. Lass uns sehen, was er zu sagen hat. Was meinst du, Sid? Kann sie fliegen?
Ja, aber nicht besonders gut. Immerhin können wir weg von hier. Aber wenn das Schiff so schwach ist, um Tosen ein Auge vorzudringen, nun denn, lass uns zunächst nach Credania aufbrechen. Die Zeit drängt, aber wir können uns nicht einfach blindlings in den Sturm wagen, um sie zu siegen hoffen. Wir müssen erstmal die Enterprise reparieren, dann stellen wir uns Garuda. Das kommt mir alles so vertraut vor. Ich erinnere mich an nichts, obwohl ich dieses Schiff doch kenne. Wenn ich doch nur... Ach, es hilft alles nichts. Der Flug könnte ein bisschen unsanft werden. Haltet euch irgendwo fest. Yay! Und damit sind wir in Credania angetanzt. Und machen hier einen kleinen Cut, bevor wir wieder mit Cid und Alfino unterwegs sind und sprechen. Also, dufter Typ verduftet erstmal. Vielen Dank an dieser Stelle wieder mal an Aya, Regis und Saranir, die sich bereit erklärt haben, mir hier zu helfen. Also, bis zur nächsten Folge Let's Play Final Fantasy 14.